Ich bin mir immer ziemlich sicher, weiß ich nicht, dass ich die falschen Entscheidungen treffe. Ach, bis jetzt überleben Was ich wir da für. noch. Ja, guck, was für mich zum Beispiel sich immer gut anhört, wenn ich danach gucke, wie die Pros das machen, haben die was komplett anderes. Was ich zum Beispiel mache, ist total scheiße eigentlich, obwohl ich das gut finde. Naja. So. Oh Gott. Ah, das ist ein Boss, glaube ich. Oh ja. Oh Gott, voll jetzt. Wo ist der? Wo ist der? Da ist er. Ne, da ist jemand anders. Ich will mich immer heilen. Oh Gott. Ich muss warten. Oh Gott, oh Gott. Ah. Ich bin noch nicht bereit. Oh, wer du Steck. Aber. Aber ich muss schon so ein bisschen auf meine Taxi hier zu greifen. Ich habe auch schon benutzt, oh, ich habe keine Essenz mehr. Seite. Ich brauche zum Beispiel Essenz, um meine Fähigkeiten einzusetzen hier. Ich brauche nur Wut. Und die kriege ich, wenn ich auf die Gegner eindresche. Ja, ich auch. So funktioniert das bei mir. Ich krieg das auch. Na komm, du Stück. Na komm, du Stück. Lass mich doch in Ruhe, Alter. Ja. Oh, die hat Blutkugel-Claymore fallen gelassen. Oh, perlbesetzte Fäustlinge. Oh. Den nehme ich. Oh. Ja, die sind stärker. Das ist ein goldenes Schwert, Daniel, glaube ich, ein Claymore, Blutkugel Claymore. Ich habe gerade noch ein, ich habe gerade noch ein Skeleton gerufen. Alter! Das Schwert mal fallen lassen. Guck mal, Daniel, meine Armee. Ja. Oh, du hast jetzt mehr. Das ist, ich habe ja vorhin ein Ding aufgehoben, das mir die Fähigkeit gibt, andere Skelette zu rufen. Ah. Also ich kann jetzt insgesamt, also die vier Skelette mit den Schilden, die sind von meiner Fähigkeit, die ich ausgewählt habe. Und die anderen sind von einem Ausrüstungsgegenstand. Ah, okay. Okay, das sind zwei goldene Sachen. Oh, ich habe hier zwei goldene Sachen da. Ey, das eine ist ein Buch für mich, das ist gut. Hier, ich lasse das Schwert mal fallen. Oh, hui. Für dich finde ich irgendwie nie Sachen. Nee, du findest die ganze Zeit für mich Sachen. Meine Last ist zu groß. Spucke nach. Ah, ich war voll. So, oh ja, da ist besser. Oh. Ich habe auch ein Buch, das ist auch golden. Damit kann ich nichts anfangen. Ich kann nicht lesen. Das ist auch für mich, du Klammer. Aber wer seinen Namen sagen, weil ich ein Barbar bin, dass ich nicht lesen kann? Ja, kannst du ja sagen, ich mache ja noch. Das ist scheiße. Was wollte ich jetzt machen? Hier. So, also wäre fertig. Das ist so ziemlich praktisch eigentlich, Daniel. Jetzt habe ich drei. Sehr gut. Jetzt müssen wir wieder raus hier. Dann kommen wir wieder zur Kiowa-Stadt.
Aber ich sowieso hin. Muss man Sachen verkaufen und so. Okay. Oh, jetzt auch eine neue Nebenquest in der Stadt. Ja, warte, ich komme. Ja, ich tue erstmal Sachen verkaufen und schmieden lassen. Muss eigentlich auch irgendwie so Sachen hier auseinandernehmen. Auseinandernehmen. Habe ich noch nicht gemacht, damit du das als Design benutzen kannst oder was? Ja. Naja, habe ich noch nicht gemacht, aber mache ich vielleicht gleich. Muss ich gut zerlegen. Mache ich die ganze Zeit, bevor ich die Sachen verkaufe. Die goldenen Sachen auch wieder verwerten. Ja, komm. Warum nicht? Ich nehm's. Money, 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 money. Gutes Geschäft bei Vaters Segen. Wie hast du dich denn jetzt hier schon wieder raus teleportiert? Nach unten gedrückt. Auf ein D-Pad. Ah, okay. Okay. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob das was bringt, aber ich habe jetzt gerade mal was gemacht. Ich habe die Schnitter, diese komischen anderen Skelette, die ich also gerufen habe, nicht ausgewählt. Aber ich habe mal eine Fähigkeit für die ausgewählt. Ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt, aber bist du gerade beim Schmied oder so? Ja, ne, da drunter bin ich irgendwo. Mit so einem anderen Typen. Ich weiß nicht, was das ist. Wollte ich eigentlich nicht machen. Nein. Das ist ein Kuriositätenhändler, ja. Gibt einfach irgendwas Zufälliges? Hier ist wieder eine Nebenquest hier. Naja. Können wir auch schon mal nehmen. Ja, warte mal, ich gehe jetzt mal zu dem Schmied oder so. Wie funktioniert denn das? Warte. Wiederverwerten. Du gehst einfach auf diese Spitzhacke bei Wiederverwerten. In diesem roten Quadrat. Dann kannst du dann in deinem Inventar die Gegenstände aussuchen. Und überall, wo eine Spitzhacke oben rechts drüber ist, da kannst du noch ein Design freischalten für. Heute und Stahl. Gut, was habt ihr noch? Mit jedem Tag. Gib mir was zu trinken. Ich habe ein neues Geschwür auf meiner Hand entdeckt. Das macht bisher 17. Kommst du klar? Werde nicht. Wie kann ich das Design jetzt irgendwie, ausrüsten kannst. Ich habe den Gegenstand jetzt wiederverwertet, aber du hast eine Kommode hier in der Stadt irgendwo und da kannst du die Sachen auswählen. Okay, was soll denn das sein hier? Nee, da. Hier ist irgendwie so ein Kleiderschrank oder so. Oh. Hm, wo? Da oben, oder? Ja, Etappe hoch. Gesehen.
Dann kannst du auswählen, ob die Sachen so aussehen sollen, wie du, was du gerade ausgerüstet hast, oder irgendein Design, das du freigeschaltet hast. Mhm. Jetzt wahrscheinlich noch nicht so viele haben, weil er das noch nicht gemacht hat. Ich habe jetzt einen gemacht. Ja. Ich kann sogar die Farbe ändern, ey. Sieht aus wie so ein Gladiator. Man kann das sogar färben, ne? Was? Oh, steht da. Braun, gelb. Oh, hab ich gesehen. Ja, im Moment ändere ich da aber noch nichts. Wir sehen, wie die ganzen neuen Sachen, die ich einsammeln, aussehen. Was interessant, ich finde, das sollte jedes Rollenspiel eigentlich haben, wenn du irgendwie so Klamotten hat. Ja, irgendwie schon, ne? Weil man hat zwar gute Sachen, aber sieht aus wie so ein Schmuck. Ja. Weil die meisten Sachen nicht gut aussehen. Jetzt sind wir immer noch nicht zu der einen Stadt zurückgekehrt, wegen dem Wegpunkt. Ja, das Ansehen 320. Ich habe jetzt einfach so eine Krone auf. Ich muss warten. Ich muss warten. Worauf? Zum Rennen. Ich bin noch nicht bereit. Ja, so eine Abklingzeit hier, dieser Dash. Ja, das benutze ich überhaupt nicht, ey. Ich muss warten. Ich muss warten. Du bist fertig mit Schmieden und so. Ja, ich hab jetzt diesen komischen Gebiss, weil ich an meinem Kopf habe. Ich habe jetzt wieder eine Krone auf. Oh, hier ist eine Quest. Ja, genau, die meinte ich. Im Gold anbieten, was? Behaltet es. Oh, Gott sei Dank. Ich brauche meine Ohren aber noch. Nur euer Ohr. Ich spüre es. Eine große Katastrophe wird sich im Norden abspielen. Ich finde, Lila passt gut zu meinem Charakter. No. Ich verstehe nicht. Es wurde nicht grundlos versucht. Ich verstehe nicht. Und nun versuchen die Stadt. Hat mein Charakter auch gesagt. Ich verstehe nicht. Hört auf meine Warnung und haltet sie auf. Sie muss. Tut ja nur so, als wäre er ein Bettler und ist irgendwie ein mysteriöser Charakter. Warum wisst ihr von dem Ereignissen der versiegelten Tür? Warum nehmt vielleicht, weil du ein beschissener Bettler bist und keiner hört einem Bettler zu. Ich habe früher. Ach, naja. Das ist schon lange. Ich war mal ein Tänzer. Daniel hat jetzt so viele Spiele zum Spielen, der weiß gar nicht, was er alles spielen soll, ne? Ja. Dein Kardinal wird jetzt explodieren, da zum ersten Mal spielst du ein Spiel, das beliebt ist. Nicht irgendein Spiel, das kein Schwein kennt. Genau. Den Großteil der Spiele, den du spielst, habe ich noch nie was von gehört. Deine Emblem-Serie da, die Vice-Serie da, Tales of, meine ich. Mhm. Würde ich sie nicht kennen, hätte ich nie was von den Spielen gehört. Das kenne ich. Dusch. Ich bin noch nicht. Oh, ich habe hier eine kleine Armee, da gibt es nicht. Da so, rennen wir mal zu dem blöden ersten Ding hin. Wir uns mal dahin teleportieren.
Warum liegt denn da noch? Hier liegen. Okay, schon gut, du hast schnell erledigt. Bei mir sah das ganz aus, als hätten die lila Lebensenergie. Okay, die Schnitter, die können Distanzangriffe machen, mein Gott. Nee. Ich glaube, ich beginne hier falsch, ne? Ja. Ja, wir müssen da unten. Ich besser gesagt. Nein, daneben. Das sieht geil aus, ey. Meine Armee, Daniel. So, wir gehen auf den Ausflug, Kinder. Ich würde mir nur wünschen, die würden bei mir komplett sichtbar sein. Bei mir sind die irgendwie so transparent. Ja, bei mir nicht. Ja, das hättest du so Geisterskelette. So, what? Handschuhe des Zirkels. Lag da einfach so. Ja, die. Brauchst du noch? Ich habe hier noch einige Handschuhe. Die waren schon vorher Gold, also hier. Ich habe auch goldene Handschuhe, also mal gucken, ob die besser sind. Warte, das muss ich mal erstmal wegschmeißen. Ne? Alter. Naja, die sind schlechter. Ja. Kannst du gerne wieder haben, Daniel. Kannst du verkaufen. Ja. Okay. Also dann würde ich die Handschuhe jetzt nur ungern ablegen. Die geben mir nämlich die Fähigkeit, diese. Also, oh Gott. Die anderen drei Skelette dazu rufen. Sind ja so viele. Alter. Das Spiel setzt sehr viel auf Quantität, habe ich so das Gefühl. Was die Gegner ja so angeht. Na klar. Oh, was ist denn hier los? Dem habe ich voll ins Gesicht geschossen. Komm, komm, komm. Der wurde abgeknallt, ey. Ja, lang. Okay, mach. Okay. Ja. Wer ist er denn? Oh, anderer Spieler. Verstehe ich irgendwie nicht so, ist. Der andere Spieler dabei sein können. Ja, ist schon wieder so ein Ding. Fallende Hütte. Ja, so ein Keller. Ja, uns wäre ja dann ein Haken, wenn wir da schon gewesen wären. Oder? Leben. Oh, ein goldener Zauberstab. Ich muss warten. Oh, Schädelbrecher. Ein Grimmsteinschwert, das ist aber. Okay, man, jetzt nur noch goldene Sachen hier. Das ist aber blau, das ist nichts für dich, ne? Ne. Okay, ich habe jetzt jede Waffe in Gold. Ja, das ist sogar besser als meiner. Ich habe jetzt so einen riesigen Stachelknüppel. Ich drehe mich mit meinem Knüppel. Sehr geil. Na gut. Ja, waren diese goldenen Klamotten, da waren als die Belohnung hier von diesem Gebiet. Ja, jetzt ist da ein Haken.
Silbererz. Das ist ein NPC. Dem macht der Gewohnheit. Da. Dann gefangen, was mache ich jetzt? Tut er mich einfach hier raus. Diese Wände halten mich nicht auf. Ja, das ist schon wieder in die nächste Dungeon, aber lass erstmal den Schnellreisepunkt aktivieren. So, mir macht das viel Spaß. Geht's mit dir aus? Menge Spaß. Weil hier das Gebiet, das war ja schon, da war ja noch so Level 1 oder 2, als wir hier rumgelaufen sind. Jetzt hat Level 15. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Oh, das ist auch eine Nebenquest. Hier waren wir betrunken. So, da müssen wir aktivieren. Ne? So. Sucht er etwas? Genauer gesagt die Axt des Holzfällers. Einem Mann, der Reisende in dieser Gegend verfolgte und abschlachtete. Gerüchten zufolge verschwand der Holzfäller kürzlich. War das ich? Der Priester, der mich angeheuert hat, verriet mir nicht viel. So wie die Dinge stehen, erfriere ich, bevor der Pisser. Ich das Ding finde. Wenn ihr mir dabei helft, die ja, finden, ich war das. Er hat gesagt, der Priester. Ich habe verstanden, der Pisser. Rund um die Stadt. Ich bleibe hier in Sicherheit. Das ist doch dasselbe. Warum wollt ihr die Holzfällerachs? Ich brauche sie nicht. Aber Perrin will sie. Er ist eine Art Priester. Ich wollte gerade sagen, ich brauche sie nicht, aber ich will sie. Er ist eine Art Pisser. Es ging immer um seltsame Gegenstände mit einer Geschichte. Er zahlt gut dafür. Das ist die Quest. Ich habe das Gefühl, die Karte dehnt sich immer weiter aus. Wenn wir in eine Richtung gehen. Ja, Quatsch. Wenn wir da links nach unten weitergehen würden, dann und du tust da Fahnenkreuz darüber packen, dann siehst du so die Umrisse von einem anderen Gebiet schon wieder. Oh, dieses Gebiet ist Level 36. Dann nicht mehr hin. So, darum ist auch noch eine Dungeon. Gepeinigte Ruinen. Ja, mal da ein. Also erstmal die Quest. Lass erstmal die Quest machen. Ja, lass erstmal die Quest machen, Daniel. Und sammeln die sich noch an. Ey. Wir haben noch gerade noch eine andere eingenommen. Ja. Und irgendeinem Obdachlosen. Ich weiß gar nicht, wo wir da hin müssen. Aber da unten. Und die eine haben wir noch gar nicht abgeschlossen. Da muss. Ja, sag ich doch. Okay, machen wir jetzt mal die Quest. Stimmt das echt? Nur was wir ja machen müssen, weiß ich nicht. Irgendwas töten, was einsammeln, ist doch immer wieder das. Der Holzfäller von Neves. Das Spiel langweilt mich. Such nach einer Axt. Ihr Skeletten seid scheiße, meine sind besser, geht weg. Muss ich mich irgendwie komisch fühlen, dass ich andere Skelette erledige?
Ja, du kannst dich. Ich knüppel einfach die ganzen Wände kaputt. Hau. Die Ballista hat getroffen. Oh, ich habe die Axt gefunden. Okay. Oh Gott, der macht mir Schaden. Was? Der ist tot. Was? Wie ist das passiert? Was passiert? Keine Ahnung. Der hat eine goldene Sense fallen gelassen. So was für dich, ne? Okay, jetzt sieht das bei mir blau aus. Das ist, ja, der hat eine goldene Sense fallen gelassen. Oh Gott, ey, die ist aber... Mein Gott, ey, was kriege ich denn hier ständig für Sachen, ey? Was ist das denn? Edelstein. Kann mit Gegenständen mit Sockel eingeführt werden. Ja, Ringe haben, glaube ich, einen Sockel. Okay. Nur wenn man hier reinpackt. Das Problem, das ist nur eine zweihändige Axt, dann das ist das, glaube ich, nicht wert. Dann muss ich ja dann mit beiden Händen haben. In der einen Hand habe ich einen Stab, in der anderen habe ich ein Buch. Ah. Weißt du, wenn ich dann die beiden Sense in die Hand nehmen könnte, kein Buch in der Hand. Das heißt, ich würde einen Gegenstand gegen zwei austauschen. Ich weiß nicht, ob das naja. den Verlust an Bonus an Werte wert ist. Naja. Wenn die beide separat irgendwie zusammen einen besseren geben. Ja. Dann lasse ich das erstmal. Gut. Dann gehen wir zurück. Gold. Ich verstehe jetzt nicht, wie der jetzt gestorben ist gerade. Ich auch nicht, der ist ja einfach in die Luft geflogen. Ja. Ja, voll dicke Schaden gemacht. Ja. Ich bin Daniel, nicht was bist du so schnell? Bei mir portest du dich auf der Karte die ganze Zeit durch die Gegend. Ich glaube, das ist normal. Ich habe die Holzverlage. Bei mir teleportierst du dich die ganze Zeit. Ich muss gestehen, dass ich es kaum erwarten. Dafür sind wir Barbaren bekannt. Ich werde das Gefühl, nicht bloß beobachtet zu werden. Jetzt muss ich das Ding zurück nach Menestad bringen und meinen Lohn einfordern. Danke für eure Hilfe. Sprichst du gerade mit dir? Ja. Weil ich nicht mit dir sprechen kann. Du willst irgendwas bekommen? Ja, Quest abgeschlossen. Ich nicht. Hast du die Axt eingesammelt? Nö, glaub nicht. Ich dachte nur, ich muss sie einsammeln. Das weiß ich gerade nicht, Warte mal. Gehen wir nochmal zurück. Ich habe nur gehört, also ich kann jetzt nicht mit der Tante da reden. Ich glaube, ich muss die Axt noch finden. Ich muss warten. Wir sind doch hier richtig, oder? Hier lang. Ja, ich muss ja da irgendwie irgendwo eine Axt einsammeln. Ist bei dir das Gebiet noch irgendwie so bläulich? Ja. Ja, da muss ich noch einsammeln. Ich dachte, wenn du die einsammelst, habe ich die auch eingesammelt. Ja, habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. Irgendwo ja, hier war die. Ja, deshalb war das Ding blau, weil das ein Questgegenstand war. Boah, leck mich. Dann gehen wir mal zurück. Und. Was ist das? Was? Nein!
Ja. Stand gerade irgendwie Schatzproblem mit seinem Kommen, stand da gerade irgendwie. Okay, ich war gerade woanders. Ich war gerade bei meinem Schatz. Ja, ich habe irgendwie so ein weißes Zeichen auf der Karte gesehen, da stand irgendwie Schatzgoblin ist entkommen. Aufgestiegen bin ich. Ich bin noch nicht bereit. Oh, weiß nicht mehr, wo die stand. Ja, ist bei mir weg. Sie existiert nicht mehr. Überfallkommando. So, jetzt kann ich dich mit meinem Ruf heilen. Ein bisschen. Das war ich nicht schlecht. Okay. Also gut. Aber ganz ehrlich, dann ich mache hier am meisten und du machst gar nichts. Ich mache nur Spaß. So, oh Gott, da ist schon wieder so langer Fußweg. Deshalb gibt es Pferde, glaube ich. Naja. So, guck mal, wie das abläuft. Ich reite meine Skeletten in der Zukunft. Ich trage mich Huckepack und rennen. Ich war schneller. Ich höre Gegner. Oh, Fledermäuse. Hab ich auch noch nicht gesehen, oder? Hinter Daniel! Boah. Oh, ich bin eingefroren. Oh, Sack. Da ist schon wieder ein Keller. Warte, hier ist irgendwas. Oh, so ein Ding. What? Oh, ja. Nichts mehr. Ich muss warten. Ja. Ich geh mal noch in den Keller hier rein. Verlassene Mine. Oh ja, der triggert da oben noch irgendwas. Ein Charakter sieht irgendwie aus wie so ein Großvisier. Ja, der sieht aus. Sieht aus wie so eine leichte. Herausforderung, flinker Jäger ist beinahe erreicht. Das ist wahrscheinlich, wenn wir Champions in einer gewissen Zeit erledigen, ganz schnell. Wollte ich. Dun. Oh, ein Ring. Oh, der ist aber weiß. Verlassene Mine. Keller abgeschlossen.
goldener Ring. Oh. Überwältigungsschaden, Schaden gegen folgende Gegner, Verlangsamung, Schaden gegen Gegner in der Nähe. Ich gucke mal, falls ich irgendwie was für dich finde. Ringe sind ja ein bisschen universell. Ein goldener Ring, ja. Ich habe aber nur ein Amulett bisher gefunden, ne? Also das ist so was für ein Hals. Ja, ich auch. So. So. Oh. Gegen die habe ich gerade noch gekämpft. Oder gerade vorbei, weil ich direkt angeschossen. Unhöflich. Hm? Ein anderer Spieler, okay. Nee, macht der Gewohnheit. Aber ich glaube, die wir interagieren nicht miteinander, weil wir auf einer anderen Instanz sind oder so, nehme ich mal an. Ja, weil nicht. Bär. Ist doch nur ein Bär, Daniel. Wir sind schon total OP, Daniel. Atrom, wir kommen. Hm. Oder Qual. Nein, hat der ihn vor mir erledigt. Ja. Der Gegner. Ich wollte den hier erledigen. Da kam mir zuvor. Warte mal hier. Schreien der Gier. Getroffene Gegner lassen Gold fallen. Einige Leute, die machen solche Sachen irgendwie täglich, um irgendwie Gold zu sammeln oder so. Das wäre mal stinkereich. Oh, tiefe Taschen hat er abgeschossen. Stand bei mir unten. Das beinahe erreicht. Da oben ist schon wieder ein Keller. Wäre. Oh, roter Rubin. Ich verpasse hier zwei Stück. Er liegt immer noch in der Müll. Na gut, jetzt da oben auf der Karte steht irgendwie, was sich alles in dem Gebiet so befindet hier noch, so Dungeons und was weiß ich nicht alles. Oder Nebenquests. Dafür habe ich dich, Daniel. Na, wie geht's euch, Leute? Hallo, wie geht's eurer Schwester? Das Kinderstunde ist vorbei, ist ja sogar Gerippe, ne? Schon wieder ohne Rubin. Wo ist das hier? Verblichene Tafel. Da wieder nichts machen. Was ist er denn?
Au. Au. Ein blauer Ring. Ich weiß nicht, wie ich nochmal aus Herr der Ringe. Trends. Ja, okay, ein Hirte, ein Hirte des Waldes oder so. Also noch mehr. So sind da auch Gegner. Ich kämpfe gerade gegen Gegner, ja. Ich weiß nicht, wo du bist. Aber ja, stimmt. Ich mach Feuer aus aus dir. Da ist ein Amulett liegt da. Warte mal auf. Was? Die Vargs sind auch aus Herr der Ringe. Ja. Herr der Ringe, die Vargreiter. Das ist eine Mischung wie so einem großen Wolf und einer Hyäne, wenn ich was sehe. Das kann ich hier nicht tun. In Neustadt. Na, ist Pissa Marway. Madway. Der hat eine Quest und mit dem können wir eine Quest abschließen. Also hat unser junger Bruder bei seiner Pilgerreise ins Kloster versagt. Bei seiner Pissa-Reise? Bist du gerade aufgestiegen, Daniel? Anderes haben wir verdient. Nee. Nicht wahr? Da kam gerade so eine Lichtexplosion, wie wenn einer auflevelt. Während ich hier in der so einer Art in der Sequenz bin. Wollte unsere sündhaft. Vielleicht nach der Sequenz. Ja. Ich bin aufgelevelt. Pissa, du hast meine Sequenz unterbrochen. Direkt mal die nächste Quest annehmen. Die Dunkelheit ist überall um uns herum und droht jeden Moment, sich uns zu nähern. Es ist ja auch Nacht. Es ist unser Kampf, sie in Schach zu halten, wenn auch mit größter Mühe. Damals, als die Ritter der Reue noch in diesen Wäldern patrouillierten, haben sie große, geweihte Feuerschalen errichtet, um das Böse abzuwehren. Eine davon ist nicht weit von hier. Wenn ihr uns helfen wollt, die Dunkelheit zurückzudrehen, macht Licht. Könntet ihr sie entzünden. Okay, cool, sorry. Oh, neue Fähigkeiten wieder. Oh. Was haben wir denn wieder? Waffenbeherrschung. Blutspieß, Stahlgriff, Todesstoß. Entscheidungen schon wieder. Kommst du auch bei deinen Fähigkeiten? Ich glaube, ich nehme mal Verfluchen. Verflucht den Zielbereich von Altern. Betroffene Gegner werden 10 Sekunden lang um 40% verlangsamt und versuchen 20% weniger Schaden. Okay. Waffe heraus, um die Gegner scheinen höher gesamten Blutmenge zu. Oh, ich kann Gegner heranziehen. Will ich das aber? Ich bräuchte vielleicht mal so einen dicken Schlag. Ich nehme mal das Todesstoß. Das kann ich hier nicht tun. Erkennt ihr es jetzt, Laktan? Es reicht. Perithons Seele ist von Sünde befleckt. Nein, so weit würde er nicht. Ich bin unschuldig! Lasst mich nicht verbrennen! Ihr habt Unschuldige ermordet, um sie zu berauben. Beichtet und findet Gnade im Licht. Hm.
Ich überlege, als ich irgendwie die. Wann habe ich dann gelernt? Ach, durch einige Waffen kann man auch irgendwie Fähigkeiten lernen. Ja, das geht auch. Oder was heißt lernen? Aber du kannst die Fähigkeiten dann einsetzen. Deshalb kann ich ja auch diese drei anderen Skelette da rufen. Ah. Weil ich Handschuhe habe. Die Handschuhe haben diese Fähigkeit, weißt du, die ich gerade ausgerüstet habe. Die haben diese Fähigkeit. Ja, ich habe schon gewundert, warum jetzt so zwei neue Sachen sind. Oh, Schritt, Gold nach vorne, das ging an. Ah, du musst sie noch nicht mal ersetzen. Wenn du Platz hast. Warum nicht? Ne? Ein Schmied, komm mal her. Ja. Beste Rüstung in den Gipfeln. Gutes Geschäft bei Vaters Segen. Bleibt wachsam. Oh, hier ist noch eine Quest. Hier sind noch zwei Quests, ja. Hat sich schon angenommen, ne? Das waren einheimische Jäger. Nee, noch nicht. Sie sollten mit meinem Dann mache ich das gerade. Dann mache ich das gerade, Entschuldigung. Wurden jedoch von Banditen angegriffen. Ich bin gerade mit dem am Reden. Die Jäger glauben, Parathon hätte sie herangelegt. Ich würde auch mal was verkaufen. Kann nicht stimmen. Ich habe zu viel Zeug bei mir. Er ist nicht sonderlich aufrichtig, aber so etwas würde er nicht tun. Ich will ihn suchen, doch die Wälder sind gefährlich. Könnte ich euch vielleicht als Leibwache anheuern? Ja. Oh. Ja. Mein Charakter, der sagt so voll. Bevor wir aufbrechen, aber das ist nicht gut gevoiced, der sagt so, ja. Umhören. Meiner hat gesagt, ja. Genau in meinen Ton hat er irgendwie gesagt. Weiß ich nicht, meiner hat das wie so ein komischer Roboter gesagt, ja. Ja. Könnte ich euch vielleicht engagieren? Ja. Bei mir war voll, ja. Dein Charakter ist voll geil, oder was? Was ist da eigentlich rum? Stallmeister, können wir uns mal ein Pferd kaufen? Nee. Bleibt achtsam, Reisender. Ja, wir müssen erst die Quest, die wir schon haben, irgendwie die Hauptquest ein bisschen weitermachen. Ja, ja. Reden wir mit denen hier. Ihr seid verletzt. Braucht ihr Hilfe? Ihr meint es gut, aber das wird schon wieder. Ich war ein Narr zu versuchen, in den alten Außenposten von Lichtwach zu gelangen. Amputieren? Dort wimmelt es vor Kreaturen. Ich wie amputieren? Unmöglich. Ich glaube, meine Mutter Soliana war hier. Doch, der hat Schmerzen. Doch das Licht scheint sich nicht auf die Aufzeichnungen der Kirche zu erstellen. Bein ab. Die Ritter der Reue müssen etwas beim Außenposten zurückgelassen haben. Keine Sorge, ich werde dem nachgehen. Okay. Machen wir erstmal die Dinger, die alle hier sind. Meridan. Warum? Um diese Bedrohung endlich zu verhindern. Oh, da ist ein Schnellreisepunkt. Er ist vor einer Weile mit diesen heidnischen okay. Sollen wir vielleicht mal aktivieren? Ja. Haha. Was ist das hier? Also. Warte, was du gerade Sachen verkauft? Oh, was verkaufen? Hier oben. Also hier, bei dem. Hier ist Schmied. Okay.
Kann man da überhaupt verkaufen? Nee, über den ist ein Rüstungshändler. Ah, der. Oh, 29.000, geil. Was ist das hier eigentlich? Zum Freischalten schließt Barbar Meister des Kampfes ab. Oder später. Die Karte fühlt sich immer weiter. Wir finden immer neue verkaufen. Ja. Betrachte ich mal. Ja. Weiter mit der Quest. Pissa Matvey. Nein, nein. Ich fürchte, Perithon gibt sein Bestes, mich zu meiden. Ich sollte hoffen, dass er irgendwo für seine Erlösung betet. Wir haben vor langer Zeit aufgegeben. Dieser Unruhestifter. Nein. Aber lasst es mich wissen, wenn ihr ihn findet. Ich habe ein paar Fragen. Licht. Nein, so voll geholfen. Die Händler wurden bei einem. Ach, der eine Typ begleitet uns die ganze Zeit. Dort sollten wir suchen. Wir sind. Ich hab nicht gemerkt. Wir sind die ganze Zeit unter meinem Bildchen da auf der linken Seite. Okay. Welche Kreatur auch immer an diesen Mann labt, hatte Krallen so groß wie Dolche. Das Volk von Madrid muss von diesen Wäldern mehr fürchten als nur Banditen. Ich wusste, dass er verzweifelt war. Aber ja, warte mal kurz an, ich will eben was austauschen. Oder auch nicht, da kommen Gegner. Okay. Ich bin noch nicht bereit. Ja, ich habe ja noch eine Fähigkeit. Ich wollte gerade eine Fähigkeit austauschen. Hatte spuckt jemand Feuer? Oh ja. Ja, na warte mal, irgendwie kann ich meine andere Fähigkeit nicht auswählen, um sich die Waffe ausrüsten da. Diese eine Fähigkeit, die ich auf der Rüstung habe, kann ich irgendwie nicht einsetzen. Also ich war Wut, oder? Seht ihr irgendwelche Hinweise? Oh, Diamant. Alter, das für 10 Sekunden sind die dann langsamer und machen 20% weniger Schaden.
ausweichen. Das ist ganz praktisch, weil du dich immer in die Gegnerhorden stürzt. Oh, du denkst an mich, wenn du dein Bild machst. Doch ich habe solche Narben ja. Hast du gerade Feuer gespuckt? Nee. Nee, das war der andere Typ, okay. Hier ist wieder ein Dungeon, oder? Ja, da. Ja, hier gibt es überall Dungeons. Wir müssen erstmal die Quest hier fertig machen. Aha. Aha. Ich bin einsammeln, geht nicht. Ha, 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 ha. Ah, da haben wir schon wieder einen Keller da oben. Das muss es sein. Naysayer. Ich bin bereit. Keine Chance. Was ist das? Ein Dungeon? Wir sehen spitze aus. Irgendwie schon, ja. Sind total die Helden, ja. Nicht länger über die Missetaten meines Bruders hinwegsehen. Ich sehe aus, als würden Kinder sich Poster von mir an die Wand hängen. Mein eigenes Blut zur Rechenschaft zu ziehen. Ich will dein geronnenes Blut von deinem Hals lecken. Ah, kann nichts machen, was los? Au, au. Ich bin noch nicht bereit. Irgend so eine Fähigkeit, dann kann ich keine Fähigkeiten benutzen und bin verlangsamt oder so. Ich muss warten. Ich habe auch noch so eine Bonus, so eine passive Fähigkeit, dass ich Leuten, die verflucht sind, mehr Schaden mache. Ja, sehr gut. Was ist das? Ich bin noch nicht bereit. Was ist das? Ich hab gerade aus. Vorbei. Boah, steht alle genau richtig. Ah. Wenn ich will, bessere Arme, wenn ich bessere Handgelenke, Handschuhe finde, dann verliere ich wieder die Fähigkeit, nehme ich mal an. Schmugglertasche. Schmugglerschüssel. Mit dem kann ich jetzt nicht einsammeln. Aber ich ihn jetzt angesammelt habe, ne? Ja, aber mit der komischen Axt. Noch nicht bereit. Ein bisschen anders, ne? Ja. Ich kann mir überlegen, dass wir vielleicht noch ein Schwierigkeit später raufgehen. Ja. Schauen. Jetzt kommen wir noch. Es ist schon herausfordernd, aber es ist noch nicht so schwer. Vor allem, weil ich so OP bin. Ja.
Ich weiß gar nicht, wie sich das freischaltet. Ich muss warten. Zwei Fähigkeiten, die Flächenfähigkeiten haben. Ja. Pest und Altern. Ja, ich habe jetzt auch so einen Flächenangriff. Für den, ja. Wenn die Gegner da stehen, dann mache ich noch Leichenexplosion, dann sind die Gegner fertig. Also ich bin ziemlich gut dagegen, meine Fähigkeiten sind ziemlich gut darin, gegen Gegner zu kämpfen, gegen mehrere. Wir werden noch Experten hier in dem Spiel, keine Sorge. Was hat? Wo ist denn der richtige Weg jetzt hier? Ah. Ich bin noch nicht bereit. Da unten eine Sackgasse. Ja, steht aber noch ein Gegner. Weiß nicht, wo der richtige Weg ist und wo nicht. Warum denn jetzt der? Ja, ich habe da oben gegen welche gekämpft. Also, Entschuldigung. Nimm das so dreckige Ratte. Oh, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Au, Rat. Neuer Typ von Skelettmagier freigeschaltet, Kälte. Ja, aber Skelettmagier benutze ich im Moment nicht. Oh, hier ist ein neuer Helm. Jetzt sehe ich nicht mehr so aus wie der Dovahkiin. Kostet sogar gar keinen Cent hier. Da war ein Gegner, ich dachte aber einfach so ein Typ. Er ist bestimmt tot. Oh Gott. Da ist er mal. Oh Gott. Boah. Ah, eine Falle. Ich muss warten. Nein. Hat er die gerade erst aufgestellt? Nein, jetzt ist sie weg. Ich muss warten. Ja, okay. Irgendwie nicht. Jetzt die Waffen und alles hier. Doch, ne, die ganze Zeit Tränke auf. Allein das macht das Spiel schon relativ einfach. Ich
statt. Ja. Das Skelett rennt schon dahin, bevor die überhaupt auftaucht. Eine goldene Hacke. Nice. Wieder ein Speer. Der hat sogar zwei Sockel. Kann ich hier da reinpacken? Waffe, Schaden von ultimativen Fähigkeiten habe ich doch gar nicht. Nee, die ich habe zwei Fokus leiden, habe ich alles gar nicht. Waffe 12% Schaden. Okay, einfach mal da rein. Ja. Lockdown. Was hast du getan? Wie konntest du so tief fallen? Margrave verlangt nach Gerechtigkeit, Bruder. Ich brauche Gerechtigkeit. Jeder braucht Gerechtigkeit, Sie Bruder. Sagten, es wäre eine saubere Sache. Ja, lang. Ein paar Geldbörsen klauen und fort. Verstanden. Niemand sollte verletzt werden. Ich habe niemanden getötet. Ich lief weg und sie bestraften mich dafür. Du musst mir glauben. Das werden die anderen niemals glauben. Wir können nicht nach Margrave zurück. Kannst du laufen? Lockdown? Das sind alte Schmugglertunnel, richtig? Wir folgen ihnen gen Süden. Irgendwohin, wo niemand uns kennt. Ein Neuanfang. Helfen wir ja gerade den Verbrechern? Danke für eure Hilfe. Er ist ein Idiot, aber von meinem Blut. Ich kann nicht einfach. Kann ich euch vertrauen, niemandem zu verraten, wohin wir gehen? Wir berichten nach den Behörden. Ich verstehe. Ich gehe sowas von zur Polizei. Meld den da. Oh, nom, nom, nom. Ja. Ich wollte sowieso gleich Feier machen. Ja, okay. Das ist Frank, ja. Kommt man hier nochmal raus? Achso, ja. Portal. Jetzt haben wir halt andere ja auch freigeschaltet, dann können wir uns ja dahin teleportieren. Gott sei Dank. Und bin ich noch Level 17 und du Level 18? Ich bin aufgestiegen, ja, und du nicht. Na. Das geht doch nicht.